Salve, meine Lieben! Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe ein bisschen Pause gemacht. Ich hoffe, das macht euch nichts, aber ich bin wieder da. Und ich schulde euch noch den Lesemonat März. Es ist jetzt fast schon Ende April, ich weiß. Aber ja, der Vollständigkeit halber müssen wir über den März noch reden. Und ich habe im März, ich muss kurz zählen, 5 Bücher gelesen, bin aber durchaus zufrieden mit 5 Büchern. Eins davon war nämlich sogar eins mit 1000 Seiten und ja, ein fetter Klopper sozusagen. Und ihr kennt es von mir, ich wiege immer so ein bisschen auf, bis ich zum Ende des Videos auch zu dem besten Buch des Monats komme. Und ja, ich zeige euch jetzt das Buch, was mir am wenigsten gefallen hat. Ich kann ja schon mal sagen, ein Buch, das ich zu Ende lese, kann man durchaus lesen. Und ja, das Cover sprach mich unheimlich an. Ich habe es auf Instagram bei ein paar Leuten gesehen, die alle durchweg sagten, es wäre ein Page-Turner und super spannend und so weiter und so fort. Ich habe dann also die Leseprobe gelesen. Habe ich euch auch in meinem Neuzugänge-Leseproben-Video vorgestellt. Verlinke ich euch gerne mal hier oben. Könnt ihr mal schauen, wenn euch das interessiert. Es geht um Emily Gunness, das Haus der Verlassenen. Ja, das landet diesen Monat auf dem letzten Platz, weil es mich doch nicht anhaltend begeistern konnte. Also es geht um eine Geschichte, die in zwei Zeitschleifen in England spielt, in einem nicht Waisenhaus, aber einem Auffanghaus für werdende Mütter. Also dort werden Mütter, hochschwangere junge Frauen hingeschickt, die unehelich ihr Kind empfangen haben und damals 1956 ja, das Leben nicht so leicht hatten und deswegen kommen sie in dieses Haus voller Nonnen, die sich um sie kümmern, wo sie dann ihr Kind eben bekommen können. Und ja, was so genau danach passiert, weiß man eigentlich nicht. Wir lernen aber auch zeitgleich in der Gegenwart eine Reporterin kennen. Die wohnt zurzeit bei ihren Großeltern bzw. bei ihrer Oma. Ihr Opa ist nämlich vor einem Jahr verstorben. Sie ist gerade in der Trennung von ihrem Mann oder sie sind schon geschieden und es geht darum, dass sie Briefe findet. Diese beziehen sich auf das Waisenhaus und ihre Oma weiß nicht so genau, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall stellt sie dann Nachforschungen an und es ist so, dass wir 2 Zeitschleifen bekommen und 4 Protagonisten. Es ist also ein bisschen, kleines bisschen verwirrend. Aber auf der anderen Seite macht es das Ganze auch ein bisschen spannend, weil man erkennt bei manchen Zeitschleifen gewisse Parallelen, wo man sich so ein bisschen den Kopf zerbrechen kann, wie zum Beispiel ein roter Mantel wird erwähnt und eine andere Protagonistin erwähnt den roten Mantel dann auch. Und dann merkt man, okay, da gibt es einen Zusammenhang, das ist spannend, irgendwie hängt das miteinander zusammen. Und letztendlich, ja, ist es halt am Ende erst klar, was hier eigentlich los ist. Dieser Roman wartet mit sehr viel Brutalität gegen Kinder auf. Und ich muss sagen, das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen an meine Grenzen gebracht. Also sehr nazihafte Methoden werden hier angewandt. Und gepaart mit diesem einfachen Schreibstil. Die Autorin ist eigentlich Journalistin und das ist ihr Debütroman. Und genauso hat es sich eben auch angefühlt. Der Schreibstil ist sehr berichtend. Also es wird sich sozusagen immer nur an Fakten langgehangelt. Die Charaktere bekommen eine nötige Tiefe, aber auch nichts darüber hinaus. Es ist alles sehr klischeebeladen, manchmal an manchen Stellen auch vorhersehbar. Also es gibt bei wenigen Charakteren irgendwie noch eine großartige Entwicklung, außer bei welchen, wo man das vielleicht erwartet. Ja, mich hat der Schreibstil eben gestört, gepaart mit dieser Holzhammer-Methode, dass dort so viel Brutalität an Kindern stattfindet. Und das kam mir so ein bisschen vor wie Effekthascherei, so von wegen, hallo Leser, ich möchte wieder deine Beachtung, es geht jetzt sehr brutal zu, deine volle Aufmerksamkeit sollte jetzt wieder beim Buch sein. Das kann man auch erzählerisch ganz gut lösen. Aber da blieb der Schreibstil einfach sehr flach. Die Dialoge waren nicht besonders lebendig und teilweise auch ein bisschen unnatürlich. Es konnte mir einfach nicht besonders viel geben, wenn aber auch die Geschichte im Endeffekt sehr komplex war. Also das Buch war gut geplant. Man kann am Anfang jetzt noch nicht so ganz ahnen, wie das ausgeht und wie die Charaktere im Endeffekt zusammenhängen. Nur, dass sie zusammenhängen, das ist klar. Ja, aber ich muss sagen, das Buch ist halt auch sehr kurzweilig. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon sehr viel vom Inhalt vergessen und das spricht einfach auch nicht fürs Buch. Es ist so ein bisschen was von der Stange und da bin ich ja immer nicht so ein Fan von. Und
ja, schade eigentlich, obwohl die Grundidee der Geschichte mit dem Haus für junge werdende Mütter eigentlich ganz gut war. Aber man hätte halt auch einfach noch ein bisschen mehr rausholen können. Jetzt kommt auch schon der 1000-Seiten-Klopper und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass ich euch den jetzt schon zeige, weil eigentlich ist dieses Buch sprachlich wirklich ein Diamant unter den Büchern. Es geht um den Distelfink von Donna Tartt und das ist ja ein Buch, was den Pulitzer-Preis gewonnen hat und Donna Tartt selbst hat auch noch zwei andere Bücher geschrieben, für die sie jeweils 10 Jahre brauchte und selber Donna Tartt macht auch ein sehr großes Geheimnis um ihr Privatleben. Das finde ich auch sehr interessant. Hier hinten ist sie auch drauf. Und ich habe vorher die Leseprobe von dem Buch gelesen, weil ich daran interessiert war, da es dieses Jahr eine Verfilmung geben wird. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt gar nicht mehr recherchiert und weiß gar nicht mehr genau wann und wie und wo. Falls das jemand von euch weiß, gerne in die Kommentare damit. Dann muss ich sie nochmal nachschlagen. Und es soll ja auch ein anspruchsvolles Buch sein und ich kann das auch bestätigen von der Sprache her und von den vor allen Dingen Beschreibungen her, die Donna Tartt bringt, ist dieses Buch wirklich eine Perle. Also es geht um wen geht es überhaupt? Ja, Theo lebt mit seiner Mutter zusammen und die beiden sind gerade auf dem Weg zur Schule und Theo soll wahrscheinlich eine Moralpredigt bekommen, weil er ein bisschen Mist gebaut hat in der Schule. Und die beiden haben noch ein bisschen Zeit und gehen dann in ein Museum und er hat zu seiner Mutter eine sehr besondere Beziehung, weil er liebt seine Mutter sehr und für ihn ist sie auch sowas wie eine Heilige und Theo ist gleichzeitig auch der Erzähler und er beschreibt sie halt auch schon ganz, ganz wundervoll. Also ich hatte da direkt die Mutter bildlich vor Augen und konnte mir sehr viel darunter vorstellen und auch als die beiden ins Museum gehen und sie die Bilder beschreibt, das war auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil ich Bilder, Ölgemälde, gerade die von diesen alten Meistern, noch nie auf so eine Art und Weise gesehen habe und ich muss sagen, da hat dieses Buch tatsächlich mein Bewusstsein irgendwo auch erweitert. Ja, und es kommt so, dass Theo und seine Mutter in diesem Museum sind und dort findet dann ein Terroranschlag statt. Theo überlebt es natürlich und begleitet jemanden in seinen Tod und dieser etwas ältere Herr gibt ihm einen Ring und dieser Ring führt ihn zu jemandem, der für sein weiteres Leben eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und er bittet ihn auch noch, ein Gemälde aus dem Schutt, der dort ist, mehr oder weniger zu retten, eigentlich zu klauen. Und zwar ist es nämlich der Distelfink. Daher auch der Name des Buches. Und ja, das ist im Grunde der Plotpoint, der Aufhänger der Geschichte. Und Theo macht eine Reise. Und in diesem Buch geht es im Groben darum, dass es zwei Pole in seinem Leben gibt. Oder anders gesagt, ein Engelchen und ein Teufelchen auf seinen Schultern, die ihn immer zuflüstern. Und er muss sich eben auf seiner Entwicklung in seinem Leben dann immer entscheiden, welche Richtung er geht. Ist nicht immer die richtige, ist auch nicht immer die falsche. Manchmal macht er auch einen Zwischenweg. Aber insgesamt geht es eigentlich um seine Entwicklung. Und jetzt kommt der Punkt, warum dieses Buch auf diesen Platz gelandet ist. Es geht sehr viel um Drogen. Ich habe ein Problem damit. Drogengeschichten, Drogenkonsum und mir haben da halt auch solche Sachen wie seine Erzählstimme nicht zusammengepasst. Er hat halt wirklich teilweise sehr viele Drogen konsumiert, hat aber wirklich fast bildungssprachlich mit dem Leser gesprochen und das passte für mich irgendwie nicht so richtig zusammen. Es ist nicht authentisch und auch dieser Drogensumpf und Milieu und Mafia und an was er da für allerlei Leute gerät. Es war einfach nicht meine Art Geschichte, aber sprachlich war es halt herausragend, aber das haut es dann am Ende dann auch einfach nicht raus. Und am Ende die Message der Geschichte, die war mir auch sehr wichtig, aber es gab im Endeffekt keine. Es ist kein offenes Ende, aber die Quintessenz hat mir so ein bisschen gefehlt, gerade weil sie sprachlich auch so tiefgreifend ist und auch so philosophisch sein kann, hätte ich am Ende mir nochmal gewünscht, dass sie nochmal so einen richtigen, so eine Quintessenz eben rüberbringt. Aber das hat sie nicht gemacht und das fand ich sehr schade. Und es war halt die ganze Zeit diese miese Grundstimmung mit diesem Drogenkonsum. Und dann gab es noch eine klitzekleine Kleinigkeit und ich weiß, ich bin jetzt wirklich so ein bisschen Erbsenzähler, aber das ist so eine Sache, die nervt mich mittlerweile immer mehr. Irgendwann gerät Theo an einen Deutschen aus dem Milieu
Und Donnerthat, die ja nun mal so toll beschreiben kann, der ich auch eine gewisse Intelligenz unterstelle, beschreibt ihn als, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, Heinz mit dem nazihaften Ton in der Stimme. Ja, er ist ein Deutscher im Jahre, ich glaube 2008, und er hat einen nazihaften Ton in der Stimme. Und das muss nicht sein. Also, wenn man eine gebildete Frau ist, weiß man, dass Deutschland noch ein bisschen mehr ist als dieses dunkle Kapitel von Hitler und den Nazis. Natürlich gehört das mit zu uns, aber es gehören auch noch andere Dinge zu uns, wie zum Beispiel Diphtherieforschung. Ich mag das nicht, wenn ein Deutscher ins Bild kommt und das Einzige, was einem dazu einfällt, ist, Deutschen waren mal Nazis. Lasse ich jetzt mal so stehen. Ich will das nicht verharmlosen. Das war eine teuflische Phase in der Geschichte der Deutschen, gar keine Frage. Aber ich finde es auch nicht gut, wenn man immer nur darauf reduziert wird, weil es gibt auch noch andere Dinge, die die Deutschen gemacht haben. Ja, also im Endeffekt, vielleicht war auch das ausschlaggebend, was mich da so ein bisschen sauer gemacht hat. Aber ja, doofe Geschichte, geiler Stil. Aber ich werde auf jeden Fall noch was von Donnerthat lesen, weil sie sprachlich einfach herausragend ist. Und vielleicht geht es ja in der nächsten Geschichte ein bisschen weniger um Drogen und ein bisschen mehr um irgendwelche interessanteren Geschichten. So, das nächste Buch, was ich gelesen habe, blende ich euch ein. Es ist nämlich ein E-Book. Ich will gar nicht ausschweifend darüber erzählen. Ich habe das recht spontan gelesen und gerade als der Hype um dieses Buch so anfing, ich bin nicht ein Freund davon, ein Buch zu überhypen. Mir hat das aber auch sehr gut gefallen, muss ich dazu sagen, gerade weil ich Thriller eigentlich weniger lese. Es geht um Liebeskind von Romy Hausmann. Und dieses Buch ist keine typische Entführungsgeschichte. Wir lernen das vermeintliche Opfer am Anfang der Geschichte kennen, wenn sie nämlich aus ihrem Gefängnis geflohen ist. Sie stürzt auf die Straße, hat einen Autounfall und kommt ins Krankenhaus. Und zeitgleich bekommen wir noch zwei andere Perspektiven mit. Ihre Tochter erzählt mit. Ihre Tochter wurde in Gefangenschaft geboren und fand ich einen sehr interessanten Aspekt, weil natürlich jemand, der in Gefangenschaft geboren ist und der es nicht gewohnt ist, allein schon Tageslicht zu sehen, weil die Holzhütte im Wald einfach keine Fenster hat, der hat natürlich eine ganz andere Auffassung von der Welt und von Gut und Böse und was schön und was schlecht ist und ist einfach ganz anders geprägt wie jemand, der in Freiheit gelebt hat. Und die dritte Erzählperspektive ist eben vom Vater des Opfers, der seine Tochter seit 12 Jahren sucht. Das ist schon mal der eine Grundsatz der Geschichte, der das Ganze interessant macht. Und am Anfang kommt natürlich noch ein Turbo mit rein, weil das Opfer, das im Krankenhaus liegt, nicht die Tochter ist, die vermisst wird, es aber behauptet zu sein. Und ihre Tochter, die im Krankenhaus rumläuft, die dann auf den Vater trifft, sieht aber der vermissten Tochter zum Verwechseln ähnlich. Und da kommen am Anfang einfach super viele Fragezeichen auf und man denkt sich so, was ist hier eigentlich los? Und das treibt einen dann natürlich an. Die Spannungskurve ist durch die drei Perspektiven natürlich ein bisschen gestreckt und jedes Kapitel endet mit so einem kleinen Mini-Cliffhanger. Man will dann sozusagen die Perspektive der Figur eigentlich direkt weiterlesen, weil es eben spannend ist und so, hä, was ist da passiert? Aber man muss so ein bisschen Geduld haben. Das Ende war, ich würde mal sagen, nichts Herausragendes, also es entwickelt sich ja immer so, dass man am Ende erfährt, wer der Täter war. Hat mich jetzt nicht so überrascht oder fand ich jetzt nicht so besonders extravagant. Aber insgesamt war es ein sehr solider Thriller, der Spaß gemacht hat zu lesen, der ein bisschen besonders war durch seine Perspektiven, auch eben durch diese Opferperspektive und gerade diese Kinderperspektive. Ja, und es hat sich gelohnt, den zu lesen. Und wer Thriller mag, der wird den sowieso lesen, aber auch wer vielleicht ein bisschen Thriller unerfahren ist, so wie ich, der kann sich das durchaus mal ansehen. Hat sich gelohnt und es hat Spaß gemacht und deswegen ist auf diesem Platz gelandet. So, ich erzähle in letzter Zeit von nicht viel anderem und deswegen werde ich auch jetzt nochmal davon erzählen. Bernard Cornwell, The Pale Horseman ist der zweite Teil der mittlerweile 11-teiligen Uhtred-Saga und die Vorlage zu der Serie auf Netflix The Last Kingdom.
Ich schwärme schon eine ganze Weile davon. Wir haben jetzt Ende April in dem Moment, wo ich das Video aufnehme, und ich habe schon Teil 3 und 4 gelesen. Da werde ich euch natürlich im nächsten Monat auch von vorschwärmen. Teil 2 war eigentlich kein Überbrückungsband, aber ich muss sagen, Teil 3 und Teil 4 haben mir noch besser gefallen, noch sehr viel besser. Ich habe lange in Büchern nicht mehr geheult, aber in Teil 4 habe ich, glaube ich, sogar zweimal geheult. Und also das war aus der Reihe, ich habe bis jetzt 4 gelesen, der schwächste, aber ich finde ihn immer noch großartig. Ist ein historischer Abenteuerroman, Hauptfigur ist hier auf dem Cover zu sehen, ist auch der Schauspieler aus der Serie. Der ist vom Herzen her ein Däne, also wie man im Volksmund sagt, ein Wikinger. Und vom Blut her ist er ein Sachse, also ein Siedler in dem heutigen England, wie wir es kennen. Und er unterstützt den König Alfred aus Wessex. Wessex ist ein Teil aus Südengland. Und Alfred hat die Vision, die ganzen heute englischen Länder, die zersprengt sind, ja, zu einigen, also zum Beispiel Wessex gehört dazu, Mercia, Northumbria, das ist auch ein Teil, wo Uhtred selber auch geboren wurde. Und er hat dort, weil er ein im Grunde adelig geborener ist, auch auf Anrecht auf eine Burg. Die wurde ihm von seinem Onkel geklaut im ersten Teil. Und auch auf der dänischen Seite hat er seine Blutfäden. Und ja, er hat halt den Vorteil und auch den Nachteil, das merkt man immer wieder, das ist wirklich immer so ein Wechselspiel, dass er aus beiden Lagern stammt. Er wurde als Sachse geboren und dann wurde er von den Dänen entführt und aufgezogen und ist halt geprägt wie ein Wikinger. Und ja, es ist manchmal ein Vorteil für ihn, manchmal auch ein Nachteil, aber er wurstelt sich so durch. Er findet immer irgendwie eine Lösung und sein Eid ist bei Alfred im Moment noch, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber der gibt ihm auch immer sehr unlösbare Aufgaben und Uhtred macht sehr, sehr viel im Alleingang und er wird immer so ein bisschen mit Jon Snow optisch verglichen. Von der Moralvorstellung hat das nichts mit Jon Snow zu tun. Der wirft auch einem Kind mal einen Stein an den Kopf, weil das Kind bettelt und so. Also da muss man schon ein bisschen hart gesotten sein. Ist ein Charakter mit Ecken und Kanten, aber ich finde ihn wirklich super, super interessant und er entscheidet viel im Alleingang. Das ist so eigentlich das, was er mit Jon Snow gemeinsam hat. Sonst gar nichts. Die sind halt wirklich vom Ehrenfaktor her sehr, sehr weit auseinander, haben aber im Grunde das gleiche Herzblut. So kann man das ungefähr beschreiben. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich in diese Serie und in die Bücher verliebt, zu beiden Teilen, weil die Serie allein hat mir nicht gereicht, weil ich einfach die Handlungen nicht verstanden habe. Die wird so schnell erzählt und ich musste dann nochmal nachlesen, wer jetzt wer ist und warum der jetzt das Lager wechselt und was der jetzt da für eine Entscheidung getroffen hat. Das ging mir ein bisschen schnell und Kombination Bücher und Serie ist genial und ich liebe es. Und ich habe mir die Teil 5 und 6 auch schon bestellt. Das wäre dann die Vorlage zu Staffel 3. Die werde ich in Windeseile lesen und mir dann Staffel 3 reinziehen. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Buch. Und ich hatte euch auch in letzter Zeit Anfang des Jahres von einem bestimmten Thriller-Autor, den ich neu für mich entdeckt habe, ein bisschen vollgequatscht. Und sein zweites Buch ist rausgekommen. Ich habe es direkt gekauft und direkt gelesen, ohne Leseprobe. Oh mein Gott. Ian Reid, Enemy. Im ersten Buch ging es auch um eine eher untypische Thriller-Geschichte. Also der Plot ist nicht gängig, so wie bei anderen Thrillern. Und man las ja die ganze Zeit, wusste nicht, was ist hier eigentlich los, irgend so ein komisches Gefühl kommt auf und am Ende gab es dann einen ziemlich großen Mindfuck, wenn man es denn verstanden hat. Also ich glaube, die Leute, die das Buch einfach nicht verstanden haben, die hatten auch keinen Spaß mit und haben dann auch nicht diesen Wow-Effekt gehabt. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte den Wow-Effekt, ich war mega begeistert vom ersten Teil und bin eigentlich davon ausgegangen, dass Ian Reid es nicht schafft, nochmal so eine geniale Geschichte zu plotten. Aber er hat es geschafft. Eine andere Geschichte. Es ist gleichermaßen aufgebaut. Also man lernt einen Protagonisten kennen, der sich in einer Situation befindet, wo sich die Menschen um ihn herum einfach sehr merkwürdig verhalten. Er selbst, also der Protagonist, arbeitet auf einer Farm, lebt sehr abgeschieden zusammen mit seiner Frau. Und eines Tages kommt jemand von der Regierung und sagt zu ihm, sie nehmen an einem Raumfahrtprojekt teil. Wir wollen
ja, das All besiedeln und wollen jetzt mit den ersten Experimenten anfangen. Und sie gehören zu den 100 Auserwählten und werden in ein paar Jahren dann in das All geschickt. So geht die Geschichte los. Und ja, dieser Agent lässt sich am Anfang wenig blicken und am Ende dann doch sehr oft. Und irgendwas stimmt mit der Beziehung zu seiner Frau auf einmal nicht mehr. Die verhält sich sehr komisch, auf komische Art und Weisen. Und auch dieser Agent scheint da irgendwie was zu beeinflussen. Aber man kann es einfach nicht greifen. Also es ist eher so Richtung Science Fiction, weil dieser Agent auch eben gewisse Technologien erklärt und nicht gruselig wie in The Ending. Aber ich fand es trotzdem gleichermaßen spannend, weil irgendwie man merkt schon, man liest da wieder auf irgendeine ganz geniale Sache hinaus. Und er hat es geschafft, er hat mich am Ende wieder überzeugt, dass diese Geschichte genial geplottet war. Und es war auch so, dass es am Ende nochmal so einen Doppeltwist gab. Also es gab eine Auflösung und dann gab es nochmal ein Ereignis hintendran. Und man muss schon genau lesen, also wenn man jetzt das Buch durchfliegt und nicht zuhört, was die Protagonisten sagen, versteht man das Ende auch nicht. Es ist also nicht dämlich oder so, obwohl der Schreibstil ganz einfach ist. Es lädt sehr ein zum Durchsuchten. Aber ich wurde auch schon angeschrieben und musste das Ende erklären, obwohl es eigentlich auf der Hand liegt. Also es war klar, dass er wieder so eine Sache bringt und lässt auch viel Raum zur Interpretation. Es tauchen zum Beispiel gewisse Tiere immer wieder auf in diesem Buch. Ich habe da meine eigene Erklärung für, aber es wäre natürlich jetzt ein bisschen gespoilert. Und ja, wenn ihr The Ending gut fandet, wenn ihr mal was Neues ausprobieren wollt, etwas, was ihr nicht greifen könnt und am Ende vielleicht wirklich richtig geflasht sein wollt, dann probiert mal das Buch aus. Für mich, es ist jetzt ein Autor, bei dem lese ich keine Leseproben mehr. Wenn ich merke, der bringt ein neues Buch auf, kaufe ich mir das sofort. Ich finde es schade, dass ich im Moment kein Buch mehr habe, was von ihm auf dem Sub ist. Bei mir muss ich ein bisschen abwarten und mich gedulden, aber ich liebe seine Bücher. Ich finde die genial und lesenswert und toll. Ist aber nicht für jedermann was, weil es halt sehr speziell ist. Ja, aber probieren kann man es mal. So, meine Lieben, das Video ist wieder zu Ende und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich konnte euch ein bisschen inspirieren, beziehungsweise wenn ich eure Lieblingsbücher jetzt so ein bisschen kaputt gemacht habe, wie zum Beispiel den Distelfink oder auch das Haus der Verlassenen, das mögen ja auch nun mal sehr viele, seid mir nicht böse, ich bin immer sehr kritisch und bei mir ist das auch immer sehr stimmungsabhängig, manchmal bin ich sehr tolerant und manchmal eben nicht und ja, ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bye bye.